Ciao. Ja, war sehr, sehr interessantes Gespräch und alles. Aber gefühlt waren wir jetzt doch schon, ich würde mal sagen, eine gute Stunde dabei und ja, eigentlich habe ich jetzt noch eine Dreiviertelstunde und dann würde ich eigentlich auch wieder Feierabend machen. Das ist das Problem und das würde ich schade finden. Aber war ganz lustig. Aber hi erstmal. So, sorry fürs nicht so recht antworten, das war auch nicht geplant. Ich bin da immer so ein bisschen dann doch abgelenkt, was ich auch ein bisschen schade dann finde. Und ja. Was wollte ich jetzt machen? Ja, wir hatten heute übrigens eine Verstopfung. Und zwar die, die Enderbienen produzieren auch Chorusflüssigkeit und die hatten wir nicht abtransportiert. Also hatten wir dann das Problem, dass. Hey. hatten wir das Problem, dass hier alles festgebackt ist, aber jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder frei. Ja, zwischendurch weiß ich einfach nicht, was ich antworten soll, weil ich, wenn das nicht meine Themengebiete sind, bin ich nicht so bewandert in Antworten, sage ich jetzt mal. Und kommt da der Supporter durch? Das kann auch sein. Ja, aber war aber ganz geil und es freut mich sehr, dass die den Totenkopf so cool finden. Ja, die. Ach, genau, jetzt weiß ich auch, wo wir waren. Ich wurde ja abgelenkt. Ich wollte ja hier hinten rausfinden, wie ich das mit dem Wasser richtig hinkriege. Nee. Obwohl, ich habe eine andere Idee. Wir machen das jetzt anders, Bucket. Bilder. Break was cancelled. RF-Tools. Der Server wurde noch nicht neu gestartet. Leider nicht.
Ja. Daran muss ich nämlich auch gerade eben denken. So, da muss ich aber leider nachgucken, wie man eine Hopperclock baut, weil ich das vor Urzeiten mal gemacht habe. So. Bitte was? Nee, ich glaube, das war in der Beta 1.8 08, wo ich eine Hopperclock das letzte Mal gebaut habe. Vielleicht vor 10 Jahren oder so. Das ist mit Urzeiten gemeint. So. Hopperclock. Also, wir brauchen Hopper. So, dann brauchen wir Redstone. Ist. So. Redstone Torch. Wo haben wir sie denn?
Pisten. Ups. Ah, ich glaube, das müssen Sticky Pisten sein. Oh nee, nicht Piss. Pisten. Habe ich keine... Habe ich ernsthaft keine Pisten als Autocrafting? Interessant. Alter. Oh, wir müssen auch noch Slime Bees herstellen. Okay. So. Redstone. Sorry, natürlich. Ich glaube, das geht am einfachsten, wenn ich einfach hier abgehe, oder? Okay. Ja. So. Dann kommt hier eine Trapdoor hin. Ist das enttäuschend? Das sollte eigentlich nicht passieren. Eigentlich sollte sich das hier einmal komplett ausbreiten.
Also müssen wir rausfinden, wo wir das Wasser setzen müssen, damit es sich einmal ausbreitet. Okay, hier nicht. Da muss das einmal von oben laufen. Oder machen wir das jetzt ganz einfach und ich ignoriere das Ganze einfach und setze hier einfach 5 Sticky Pisten hintereinander hin, die sich dann alle ausfahren. Moment. Auch. So, wir machen das jetzt ganz einfach. Ups. Oh.
Okay. Create. Rope Pulley. Nice. Das doch mal aus. Ups. Das andere Zeug noch. Alloy. Create. Point. Hammer.
Ey, nicht Latschspiel. So, war das eine Klatsch, die ich brauchte? Oh mein Gott, falsches Objekt gebaut. Hier Shift. War das die richtige? Oder war das ein Sequence? Okay. Dann war das ein Sequence. So viel Aufwand für nur ein bisschen was, ey, das ist so bescheuert. Zink. Zink. So. Was soll denn das? Thank you.
Okay, testen wir das Ganze nochmal. Oh, Alter. Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Hi. Ich verzweifle an.
Yes! Ich wollte gerade sagen, ich verzweifle an Dingenskirchen. Da war die komplette Hopperclock umsonst. Aber schön, dass wir die mal gelernt haben. Okay, wenn wir die jetzt auf 360 setzen. Oh. Endeside. Stolz drauf. Cool. Hey. Wir müssen hier auch mal den Fortschritt einleiten. Jetzt haben wir ja alles schön hier mit Create. Alles schön mit Create und ja, also das finde ich ganz nice. So, dann können wir 1, 2, 3, 4, oh. Ja, ich bin da echt. Sehr stolz drauf. Wegen diesem blöden Gras haben wir das jetzt alles nur gebaut. Ups. Ach, das ist doch Kacke.
Ach, Mist. Dazu will ich jetzt noch nichts sagen. Ich werde hier von meinem eigenen Spawner und alles getrollt. Das geht doch nicht. Ja, also so wie es aussieht. Spawnen da keine Kühe oder sowas. Aber dafür haben wir uns ja die Coup Predictions gebaut.
So. Warum haben wir den ganzen Spaß gemacht? Damit wir Heated bekommen. Davon können wir schon mal eine herstellen. Ja, aber eigentlich haben wir das um die. So. Productive. Ach ja. So, ich wollte eben noch das Rezept für Obsidian anlegen. So, 6 Stück. Oh yeah. Ja, war klar, wir brauchen Echo-Shards. Den Upgrades hier. Ballert das jetzt schon mal richtig voran mit den Draconic Bees. Und dann können wir eigentlich nach und nach die ganze Verbesserung hier bauen. Nice. So. Echo Shards. Können wir auch Skulk? Die kriegen wir. Can't breed among themselves. Und mit Digger Brief. Gravel and Stone. Oh. Oh. Brauchen wir noch 10 Digger Bees. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, hier kann ich nichts bauen. Okay. Habe ich ja mal hinten und vorne keine Lust zu. Jetzt regnet das auch noch so eine Kacke. Cage.
Vielleicht haben wir dann auch schon eine Chance, irgendwie so eine high, very high production zu bekommen, durch Genetik oder so. Mal kicken. Wäre auf jeden Fall interessant. Sogar noch in der Ladezone drin. Boah, als ob ich das geplant hätte. Wie bist du hierher gekommen? Ja, die Coup Prediction funktioniert ja mal bedeutend besser. Okay. Ja, also. Ich würde dann jetzt leider Feierabend machen. Wir haben heute berauschend viel geschafft. Ja. Dafür bin ich morgen aber völlig ungeplant und dann können wir hier ganz entspannt reinstarten. Genau, und dann hoffentlich wird der Server neu gestartet, dass wir hier unser Bild weitermachen können und dann gucken wir mal, dass wir hier noch Skalkbees bauen und ja, dann auch mit der Dekoration anfangen. Ich hatte ja mit René das mit dem Glowing Frames gesehen. Da könnten wir dann die Augen bauen und dann mal testen, wie es aussieht, wenn wir da Lava im Hintergrund zum Beispiel laufen lassen oder so. Ja, und genau, aber für heute war es das leider erstmal. Ich bin nämlich hundemüde und ich hoffe, heute sollte kein wie heißt das gleich noch, keine Verstopfung unserer Ressourcen kommen. Ja, und dann machen wir hier unten dann morgen auch noch ein bisschen Dekoration und so weiter. Also würde ich dann sagen,